Werden die Klimaaktivisten bald zu Klimaterroristen? Meine Damen und Herren, liebe Freunde, die Klimaaktivisten werden seit Jahren immer radikaler. Zu Beginn waren es hauptsächlich einfache Schüler, die verlockt von tolerierten Schulschwänzen bei Fridays for Future mitmachten. Nach kurzer Zeit jedoch mischten sich linksradikale Aktivisten darunter und dominierten in der Folge die Kundgebungen. Seitdem erleben wir, wie immer extremere Klimagruppierungen auftauchen. Sie blockieren Straßen und Autobahnen. Sie versuchen, den Flugverkehr zu stören. Sie stechen Reifen kaputt und beschädigen Autos und so weiter. Die Lage hat sich so sehr verschärft, dass nun auch endlich das Bundeskriminalamt Alarm schlägt. Einem Geheimpapier nachzuurteilen, erwarte man in den kommenden Monaten weitaus gefährlichere Aktionen als zuvor. Im Besonderen gehen die Beamten davon aus, dass die Aktivisten vermehrt Anschläge auf die Energieversorgung ausüben könnten. Also alles, was im Zusammenhang mit fossiler Energiegewinnung oder mit Atomkraft steht. Ich erinnere mich, dass ich bereits vor vielen Monaten genau vor solch einer Radikalisierung der Klimaproteste gewarnt habe. Aber unsere links-grünen Regierungen sind ja lediglich damit beschäftigt, die sogenannten Feinde der Demokratie auf der rechten Seite zu suchen. Und dabei sind sie eben viel zu lange auf der linken Seite, auf dem linken Auge blind geblieben und sind es immer noch. Und das sehen wir allzu deutlich heute. Diese Leute sind keine Demonstranten mehr. Es sind keine Aktivisten einer Bewegung mehr. Es sind radikale Vertreter einer Sekte. Der Klimasekte. Diese Leute wurden über Jahre von den Medien hofiert und zogen dadurch immer mehr junge Menschen in ihr Netz. Jetzt haben wir es mit einer Gruppe von jungen Menschen zu tun, die fest davon überzeugt sind, dass sie etwas Gutes tun. Hier wurde eine ganze Generation von Jugendlichen erschaffen, die durch die andauernde linksgrüne Propaganda der Kartellparteien und der Medien glaubt, dass das Ende der Welt nahe sei und dadurch alles erlaubt wäre. Diese jungen Leute sind mittlerweile für jegliche wissenschaftliche Argumentation unzugänglich. Es ist absolut tragisch zu sehen, wie diese jungen Menschen für die Lügen dieser Ideologie ihr Leben vergeuden. Und anstatt etwas Gutes zu bewirken, schaden sie uns allen massiv. Es wird höchste Zeit für eine auf die Realitäten dieser Welt bezogene Berichterstattung. Aus dem Bayerischen Landtag, Ihr und Euer Ingo Hahn.